Wünschst du dir auch manchmal einen 48-Stunden-Tag? Ich definitiv. Ich habe sogar schon mal versucht, einen Song drüber zu schreiben. Ist nichts draus geworden. Aber ich habe mittlerweile mein Zeitmanagement so weit im Griff, dass ich nicht unbedingt mehr 48 Stunden am Tag brauche. Ich habe dir heute meine 12 Tipps mitgebracht, wie du deinen Tagesablauf optimieren kannst, um mehr Zeit zu gewinnen. Und die möchte ich dir jetzt vorstellen. Ich bin Jackie von Love This Look und jetzt geht's los. Schritt 1 auf dem Weg zu einem besseren Zeitmanagement ist für mich auf jeden Fall das Erstellen von To-Do-Listen. Das ist super, super hilfreich, wenn du dir am Tag Ziele steckst, wenn du dir aufschreibst, was du zu tun hast. So hast du deine Ziele im Blick, so hast du deine Aufgaben im Blick und verlierst auf dem Weg nichts. Das heißt, du kannst einfach abhaken, wenn du was geschafft hast und alles ist super. Und wichtig dabei ist, mach dir jeden Tag wirklich eine neue To-Do-Liste. So beschäftigst du dich immer wieder mit deinen Themen, die du noch nicht abgearbeitet hast. Das heißt, es geht auch nichts verloren, wenn du am Anfang der Woche eine Liste schreibst und am Ende der Woche suchst du zwischen deinen Notizen irgendwie das, was noch fehlt. Das ist eher nicht hilfreich. Deswegen wirklich am Ende des Tages einmal zack, alles zusammenknüllen, weg damit. Und am nächsten Tag eine neue Liste machen, draufschreiben, was habe ich noch nicht geschafft. Das motiviert außerdem, wenn ich mich immer wieder mit den Themen nochmal neu beschäftige und strukturiert automatisch meinen ganzen Tagesablauf und dadurch gewinnst du definitiv Zeit. Wichtig bei den To-Do-Listen ist, dass du dir 2 bis 3 Prioritäten am Tag raussuchst. Also schreib dir erstmal alles auf, was du am Tag zu erledigen hast und dann suchst du dir 2 bis 3 wirklich wichtige Dinge aus, die du an den Anfang der Liste setzt und am besten auch an den Anfang des Tages. Der Vorteil ist, du bist am Anfang des Tages noch frisch, motiviert und kannst Dinge einfach besser erledigen. Vielleicht hast du auch eine andere Tageszeit, wo du richtig warm läufst, dann setzt du die Prioritäten in die Zeit. Für mich ist das wirklich der Tagesanfang, weil je länger ich Dinge aufschiebe, desto schwieriger wird es für mich, die Dinge umzusetzen. Und das würde ich dir empfehlen. Setz dir Prioritäten und schieb das an die Tageszeit, die für dich am effektivsten ist. Tipp Nummer 3 auf der Liste. Streich Multitasking aus deinem Kopf. Wir denken zwar, dass wir das können und ein Stück weit können wir das auch, aber die Qualität unserer Ergebnisse leidet darunter. Wenn ich koche, nebenbei das Kind noch versorge, noch eine E-Mail schreibe und im Kopf den Hund noch Gassi führe, dann wird daraus ein überkochender Topf, ein schreiendes Kind, ein jammernder Hund und die Mail geht im schlimmsten Fall falsch raus an den falschen Adressaten oder mit Rechtschreibfehlern und sonstiges und es hilft einfach niemandem. Konzentrier dich wirklich gezielt auf eine Aufgabe, erledige die so gut wie du kannst und geh dann zum nächsten. Was mir bei meinem Tagesablauf total geholfen hat, ist das Schaffen von Routinen. Das heißt, ich mache eigentlich immer die gleichen Dinge an den gleichen Zeiten und das bringt total Ruhe in deinen Alltag. Deswegen würde ich dir das als Tipp Nummer 4 mit auf den Weg geben. Eine für mich persönlich große Herausforderung ist die Einhaltung von Deadlines, weil ich mich sehr gerne in meinem Perfektionismus verliere und dann bin ich am Ende des Tages und habe irgendwie meine Prioritäten noch nicht so weit, dass ich den Tag abschließen kann. Da arbeite ich selber noch dran oder solltest du auch dran arbeiten, dir wirklich Deadlines zu setzen, deine Prioritäten zu 100% zu schaffen und das, was dann noch auf deiner Liste ist, das kann auch in den nächsten Tag mitgehen. Das muss dann nicht fertig werden, das ist kein Problem. Hauptsache, du hast deine Prioritäten gut erledigt und dann gehst du weiter. Fokussiere dich auf deine Deadlines und auf das, was du am Tag schaffen möchtest und verliere dich nicht in deinem Perfektionismus. Um deinen Tagesablauf besser zu organisieren, solltest du definitiv mal in deinem Leben aufräumen. Das heißt nicht emotional, sondern wirklich aufräumen. Deine Wohnung, deinen Arbeitsplatz, schmeiß alles raus, was du nicht brauchst, weil je mehr Platz du hast, desto mehr Platz hast du auch zu schaffen und zu wirken. Ordnung bringt zusätzlich Ruhe ins Arbeiten und dadurch gewinnst du Zeit. Dazu gehört auch, dass du Ablenkungen eliminierst, also Tipp Nummer 7. Das kann zum Beispiel Social Media sein. Also wenn du wirklich fokussiert an einem Ziel arbeiten möchtest, dann schieb Facebook, Instagram und auf was auch immer du unterwegs bist, einfach mal an die Seite, in die Pausen. Da ist es auch völlig in Ordnung. In Pausen ist es total super platziert. Aber während deiner Arbeitsphase, während deiner produktiven Phase, brauchst du diese Dinge nicht. Und wo wir gerade dabei sind, es ist super wichtig, dass du dir Pausen eben für Social Media und Co. oder für einen Kaffee oder eine Mahlzeit auch bewusst in deinen Tagesablauf einplanst.
Das hat auch viel wieder mit der Routine zu tun, aber nimm es dir wirklich zu Herzen und sag dir, hey, egal wie viel jetzt am Tag los ist, ich mache um 2 Uhr eine Pause, das brauche ich für mich, weil sonst kann ich nicht mit Energie weitermachen und sonst schaffe ich das auch nicht, was ich mir vorgenommen habe am Tag. Plane Pausen. Was dir darüber hinaus bei der Planung von Pausen auch noch hilft, ist, dass du deine Mahlzeiten vorplanst. Also Tipp 9 an dieser Stelle, Mahlzeiten vorplanen. Nimm dir am Ende der Woche mal Zeit, freitags oder samstags mache ich das zum Beispiel, dass ich gucke, was koche ich in der folgenden Woche, wie kriege ich das Kind versorgt, wann ist der Mann da, wie kriege ich den versorgt. Dann hole ich mir meine Rezepte raus, schreibe mir eine Einkaufsliste und kaufe wirklich für die ganze Woche ein. Das hilft total, weil ich unter der Woche dann nicht nochmal losrennen muss, noch eine Milch kaufen muss, noch einen Kürbis kaufen muss, noch sonst was kaufen muss. Es ist einfach alles da. Ich kann es am Abend schon vorkochen für den nächsten Tag und alle sind glücklich. Tipp 10 ist eigentlich Selbstreden. Das hat meine Mama früher auch schon immer zu mir gesagt. Kind, du musst schlafen und das stimmt auch. Hör auf deine Mutti. Wenn du nicht ausgeschlafen bist, kannst du deine Ziele einfach nicht so effektiv erreichen, wie du dir das wünschst. Du bist nicht voll leistungsfähig, du hängst den ganzen Tag irgendwie durch und hangelst dich von Kaffee zu Kaffee und das funktioniert am Ende einfach nicht. Du möchtest leistungsfähig sein, das heißt, du musst dir auch Zeit nehmen zu schlafen. Das tust du wahrscheinlich nachts, also tu es auch. Wir alle sind tendenziell Ja-Sager. Ich weiß nicht, wer uns das irgendwann mal mit auf den Weg gegeben hat. Oder ob du das kennst, vielleicht machst du es auch ganz anders. Ich wurde irgendwie immer zum Ja-Sagen animiert und hatte da auch dann einfach hinten raus dann immer das Problem, dass mein Tag viel zu voll war, weil ich mich mit Aufgaben vollgeladen habe, die ich gar nicht schaffen kann. Das heißt, mein nächster Tipp ist, trau dich, Nein zu sagen. Das ist für dich wichtig, das ist für dein Umfeld wichtig, weil wenn du einfach Aufgaben annimmst, die du nicht leisten kannst, die du nicht bewältigen kannst am Tag, dann wird niemand glücklich, weil du möchtest auch nichts Halbfertiges abgeben oder gar nichts abgeben im schlimmsten Fall. Das heißt, trau dich wirklich, Nein zu sagen. Das tut keinem weh. Der letzte Tipp auf meiner Liste für dich für ein besseres Zeitmanagement ist, trau dich, Hilfe anzunehmen. Du musst nicht alles alleine stemmen. Wenn du merkst, dass dir irgendwas über den Kopf wächst, hol dir jemanden dazu. Frag nach Hilfe. Es gibt genug Leute, die dir wirklich gerne dabei helfen. Ein super Hilfsmittel, was ich total gerne benutze, ist dieser Block. Das heißt, ich habe hier quasi eine vorgefertigte To-Do-Liste, kann hier meine Aufgaben vom Tag eintragen, mir Notizen machen, mir Ziele setzen, also meine Top 3 wirklich benennen und einen Zeitplan machen. Das ist super hilfreich, am Ende des Tages einfach zusammenknüllen, zack, in den Papierkorb und am nächsten Tag eine neue Seite. Den Link zu diesem Blog findest du in den Videobeschreibungen und vielleicht ist das ja auch was für dich. Mich würde jetzt noch interessieren, welcher Tipp für dich gerade der hilfreichste ist. Schreib mir das gerne in den Kommentaren. Vielleicht hast du auch noch weitere Ideen, wie man den Zeitplan, wie man das Zeitmanagement optimieren kann. Ich freue mich auf jeden Fall über deine Nachricht und wünsche dir jetzt erstmal fröhliches Organisieren.